Willkommen bei Anime Archiv, deiner Nummer 1 für deutschsprachige Anime-Zusammenfassungen. Ich bin Desukiri und gemeinsam werfen wir heute einen Blick auf die 5. Folge von The Demon Swordmaster of Excalibur Academy. Die andere Gruppe untersucht den Untergrund der Stadt und bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Zur gleichen Zeit wacht Sakuya mit einem seltsamen Gefühl aus ihrem Nickerchen auf. Es stellt sich heraus, dass im Kontrollraum der Angriffsstadt einige Ranken wachsen. Wir sehen plötzlich Leones Erinnerungen an die Vergangenheit, als er noch ein Held war. Eine Stadt des Königreichs wurde von einer Gruppe von Ogern überfallen und versetzte alle in Angst. Die Helden Terus, Arakael und Leones haben die Aufgabe, sie zu vernichten. Arakael beginnt einen mächtigen Zauber zu wirken, doch sein Plan ist ein wenig verdreht. Er wollte nicht nur die Monster, sondern auch die Bürger ausrotten. Dann würde Terus ihre Macht nutzen, um die Bürger wiederzubeleben. Doch Leones hatte eine andere Idee, die wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass er später verraten wurde. Er wollte die Bürger nicht leiden sehen, also benutzte er sein Schwert, um Arakaels Zauber in zwei Teile zu schneiden. Arakael war verwirrt, aber Leones, der damals noch 12 Jahre alt war, konnte nicht sehen, wie Menschen ausgelöscht und wieder zum Leben erweckt wurden. Dann sprang er hinunter und begann, die Oger einer nach dem anderen zu töten. Die Bürger sahen staunend zu, wie er die Unholde aufschlitzte und einen nach dem anderen aus dem Weg räumte. Eines war klar, jeder Bürger sah in Leones einen wahren Helden und liebte ihn. Doch die beiden anderen mochten Leones nicht, vor allem Arakael. Zurück in der Gegenwart sehen wir, dass es Arakaels Monsterform gelungen ist, in den Untergrund der Angriffsstadt einzudringen. In der Zwischenzeit wird im Hauptquartier der Angriffsstadt gemeldet, dass der riesige Baum verschwunden ist. Sie fragen sich, ob es sich um einen Void handelt und sind entschlossen, sich darum zu kümmern, wenn sie ihn finden. Sie nehmen Kontakt mit Elfine auf und lassen sich von ihr die Ergebnisse ihrer Analyse erläutern. Sie erklärt, dass sie in Distrikt 62 etwas im Untergrund entdeckt hat. Sie erklärt auch, dass es zur gleichen Zeit eine magische Energiereaktion gab. Nach der Analyse aller Daten kommt sie zu dem Schluss, dass dies durch einen Void verursacht wurde. Alle geraten in Panik, da sie nicht glauben können, dass es einem Void gelungen ist, in die unterirdischen Anlagen einzudringen. Das Datenteam analysiert die neue Information mit der vorherigen und erklärt, dass es stimmt. Der alte Mann ist verwirrt und fragt, warum die Maschine zum Aufspüren der Voids kein Signal geliefert hat. Die Analytikerin erklärt, dass der Void schwache magische Wellen erzeugt, weshalb das Gerät nicht reagiert, weil es als gewöhnlicher Unfall betrachtet wird. Aber der General ist immer noch verwirrt. Wie konnte der Void in die Angriffsstadt eindringen? Das Mädchen erklärt, dass es bestimmte Teile der Stadtstruktur gibt, die dies ermöglichen könnten. Plötzlich ertönt ein Alarm und die Analytikerin erklärt, dass in Distrikt 31 eine Bewegung festgestellt wurde. Der alte Mann ist wieder verwirrt und fragt, warum dieses Ding keine Magie freisetzt. Elfine kommt zu dem Schluss, dass die Voids ihre Kraft einschränken, um nicht entdeckt zu werden. Der alte Mann lehnt diese Möglichkeit ab, weil Voids nicht intelligent sind. Aber Elfine fragt ihn unverblümt, ob sie irgendwelche Hinweise darauf gefunden haben, was mit dem letzten Untersuchungsteam passiert ist. Ein weiterer Alarm ertönt, diesmal ein Bericht aus der Lagerabteilung. In dem Bericht heißt es, dass sie in diesem Bereich Baumwurzeln gefunden haben. Währenddessen ist Regina in Elfines Zimmer besorgt, weil sie Rieselia nicht erreichen kann. Elfine fragt, ob sie weiß, wo Rieselia ist, und Regina antwortet, dass sie mit Leones im Waisenhaus sein muss. Elfine spürt die beiden über GPS auf, aber Regina fragt sie, ob die Voids wirklich die Stadt infiltriert haben. Elfine bejaht dies einfach und sagt Regina und Sakuya, dass sie wachsam bleiben sollen. Währenddessen genießen die Kinder im Waisenhaus ihr Mittagessen, als eines von ihnen Leones bittet, ihm sein heiliges Schwert zu zeigen. Leones ist sichtlich verärgert, weil dieses dumme Kind ihm einfach ins Gesicht gespuckt hat. Aber da ist ein kleines Mädchen namens Chisla, die den Jungen beruhigt und Leones ihr Taschentuch gibt. Leones hält sie für ein nettes und wohlerzogenes Kind, aber sie ist eindeutig in ihn verknallt. Sie nennt ihn schüchtern cool, weil er ein heiliges Schwert benutzen kann, und eilt schnell zurück in ihr Tomatenland. Zurück im Hauptquartier gelingt es ihnen, einige Hinweise auf die Geschehnisse zu finden. Sie haben nicht nur einige Fußspuren gefunden, sondern auch einen Korridor voller Baumwurzeln. Die Männer dort warten auf den Befehl, diese Wurzeln zu zerstören. Plötzlich beginnen sich diese Wurzeln aufzublähen und zeigen eine Art Augen. Im nächsten Moment werden alle Männer angegriffen und sie verlieren die Kommunikation. Der General glaubt nun, dass es sich um Voids handelt, fragt sich aber, wie sie in den Untergrund gelangen konnten. Der alte Mann fragt daraufhin, warum die Verteidigungsanlagen in der Luft so stark sind, die unterirdischen aber Schrott. Harry Fowler beschließt, in Panik zu geraten und eine allgemeine Evakuierung zu veranlassen, aber der Stadtkommandant ist nicht verfügbar, um diesen Befehl zu geben. Die Lage verschlimmert sich, als die Analytikerin herausfindet, dass es den Wurzeln gelungen ist, das Kommunikationssystem innerhalb der Stadt zu kappen.
Harry Fowler nutzt sein iPad, um das System zu hacken und die Kommunikation wiederherzustellen. Zwei Jungs schaffen es, den letzten Angriff zu überleben, aber sie lassen die Voids entkommen. Und nicht nur das, sie können die Voids im Moment auch nicht aufspüren. Der General flippt aus, weil das Void normalerweise ununterbrochen angreift, aber dieses ist weggelaufen. Die Analytikerin erkennt schnell, dass der Void sich den Weg durch den Energiekorridor gebahnt hat, weiß aber nicht warum. Elfine erkennt schnell, dass sein Ziel der magische Energiekern ist, der die Stadt aufrecht erhält. Sie erklärt schnell, dass, wenn es ein Void Lord ist, er den magischen Energiekern benutzen wird, um eine riesige Stampede zu erzeugen. Alle flippen aus und befehlen, den magischen Kern zu schützen und alle Verteidigungssysteme zu aktivieren. Doch Sekunden später durchbrechen die Baumwurzeln die Wände und versuchen, den Kern zu erreichen. Das Verteidigungssystem beginnt, die Wurzeln abzuschießen, während die Truppen eintreffen. Das Verteidigungssystem erleidet jedoch einige Verluste. Schnell beschließen sie, nicht nur den Kern zu verteidigen, sondern auch die Evakuierung der Bürger anzuordnen. Alle anderen bereiten sich auf eine Massenflucht vor. Im Waisenhaus besteht dieses hässliche, ekelhafte Kind immer noch darauf, Leones heiliges Schwert zu sehen. Frenia sagt den Kindern, sie sollen aufhören, weil ein heiliges Schwert kein Spielzeug ist, aber Reselia fordert ihn auf, es ihr zu zeigen. Da sie seine Vertraute ist, willigt er ein, die Kinder zu unterhalten, aber auf seine eigene Art und Weise. So beschwört er schließlich einige Mini-Skelette und spielt damit, als wären es seine Marionetten. Doch die Kinder finden das eklig. Währenddessen versuchen die Soldaten immer noch, mit den Wurzeln fertig zu werden, aber sie halten inne, als sie den magischen Kern erreichen. Sie dringen schnell ein und beginnen, Voids zu beschwören. Der Alarm in der Stadt geht los und Reselia und Leones eilen nach draußen. Sie erkennen, dass ihre Stadt von einer Stampede heimgesucht wird. Das Verteidigungssystem der Stadt wird aktiviert und verbraucht die Reserveenergie, aber es wird 3 Tage dauern, bis sie Hilfe von außen bekommen. Die Generäle fragen sich, ob sie überleben werden, aber einer von ihnen versichert, dass die Schüler bereit sind. Elfine, Sakuya und Regina helfen bei der Evakuierung der Bürger, doch letztere ist immer noch besorgt um Reselia. Elfine versichert, dass Reselia bald dort ankommen sollte, da sie die normalen Verfahren befolgen sollte. Doch im Moment konzentrieren sie sich auf die Voids in der Gegend. Der Himmel ist voller Voids, aber die Maschinengewehre des Verteidigungssystems werden schnell mit ihnen fertig. Dann erreichen die Mädchen ein Dach, wo jede von ihnen ihre heiligen Schwerter beschwört und angreift. Währenddessen beobachtet Leones das Geschehen aus der Ferne und glaubt, dass die Void-Humanoiden ziemlich stark sind. Reselia gerät in Panik und kehrt nach drinnen zurück, wo sie erklärt, dass sie die Kinder evakuieren müssen. Leones versucht ihr zu folgen, wird aber von Sherry unterbrochen, die ihn nach seinen Befehlen fragt. Leones versteht jedoch nicht, wie sie es geschafft hat, so schnell zu ihm zu gelangen. Sie versucht zu lügen und behauptet, sie sei ihnen nicht gefolgt, um Informationen über Reselia zu bekommen. Leones hört auf, sich dafür zu interessieren und fordert sie auf, seine Vertrauten zu beschützen. Sherry will sich weigern und sagt, sie wolle ihn beschützen, aber er sagt ihr einfach, sie solle verschwinden. Reselia ruft dann nach Leones und erklärt, dass die Kinder bereit sind, zu evakuieren. Leones bemerkt jedoch etwas und sagt ihr, dass es draußen gefährlich ist. Ein Drachenvoid ist in der Gegend und Reselia macht sich auf den Weg nach draußen, um mit ihm fertig zu werden. Sie beschwört ihr heiliges Schwert, aber Leones merkt, dass sie ihre wahre Macht als Vampirkönigin noch nicht erreicht hat. Auf die Frage, ob sie Angst habe, antwortet sie, ja, aber sie kann nicht in Angst gehen und die Kinder dem Tod überlassen. Er lächelt und beschließt, seinen Stab zu beschwören, um seinen stärksten Vertrauten nicht sterben zu lassen. Zwei Voids greifen an, aber Reselia wird schnell mit ihnen fertig. Dann bemerkt sie zwei andere, die in der Luft brennen und erkennt, dass Leones dafür verantwortlich ist. Sie fragt ihn, ob dies seine Kraft sei, aber er konzentriert sich einfach auf die nächsten Ziele. In der Stadt tauchen immer mehr Voids auf. Sakuya bemerkt einige Unholde und stürzt sich mit ihrem Schwert auf sie, sodass sie Hackfleisch grillen. Regina schießt mit ihrer riesigen Kanone die Drachen ab, während Elfine mit ihrem Zeug die Gegend auskundschaftet. Plötzlich spüren sie, wie der Boden bebt und bemerken eine riesige Void-Hydra. Das Verteidigungssystem der Stadt kann mit den vielen Voids nicht mithalten und ihre Waffen werden zerstört. Leones sieht sich die Voids an und stellt fest, dass es sich um Monster von vor 1000 Jahren handelt. Sogar die großen Drachen wurden korrumpiert und zu Voids. Ihm wird schnell klar, dass er keine niederen Zaubersprüche benutzen kann, wenn sie so stark sind, wie sie damals waren. Er bittet Reselia, ihn zu beschützen, während er einen hochstufigen Zauber wirkt. Sie eilt voraus und kümmert sich um mehrere Voids, sodass Leones mit seinem Zauber beginnen kann. Allerdings weiß er nicht so recht, warum er das tut. Er, der große Dämonenfürst, sollte sich nicht um die Zerstörung einer Menschenstadt kümmern. Doch er kann nicht ruhig bleiben, als jemand versucht, ihn und seine Familie herauszufordern. Ein riesiger Drache taucht vor ihm auf und Leones spricht einen Zauber der Stufe 10.
Mehrere Feuerbälle erscheinen in der Luft und schlagen in der Gegend ein. Reselia hat Angst, weil es Feuerkugeln regnet, aber Leonis sagt ihr, sie solle ruhig bleiben. Es gelingt ihm, den Drachen festzuhalten, aber er greift Reselia mit Feuer an. Sie weicht aus und Leonis beginnt, seinen derzeitigen Körper für seine geringe Kraft verantwortlich zu machen. Plötzlich taucht Blackis aus dem Schatten auf und beißt dem Drachen in den Hals. Leonis nutzt diese Chance, um einen weiteren Schwerkraftzauber der Stufe 10 zu wirken, der den Drachen zu Boden schmettert. Reselia kann nicht glauben, dass Leonis einen so großen Void besiegt hat. Doch plötzlich beginnt der Boden zu zittern und bricht zusammen. Die drei Wurzeln tauchen wieder auf und halten Reselia zurück. Sie wird langsam in das Loch hineingezogen. Leonis versucht ihr zu helfen, aber einige Wurzeln versperren ihm den Weg. Dann nehmen die Wurzeln eine Form an und rufen seinen Namen. Leonis lächelt und erkennt die Wurzeln als Arakale, einen der früheren Helden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite und in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschö, mirü.